Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Project Horizon 2 Kappa Mode. So, beim letzten Mal haben wir dem Kappa Mode richtig dick in den Arsch getreten. Hier, ME-System, da. Friss Kappa Mode. So, was macht Kappa Mode? Kappa macht zurück. So, warum ich zwei Raketen im Inventar habe, komme ich da gleich zu. Ich wollte erstmal eine weitere Prozessor machen für das ME-System. Und dann denke ich mir so, komm, was du könnte zerdenken, geht ja mit dem Galactic Craft und dem NIO. Ganz, ganz sickes. Weil es geht nur das von Galactic Craft. Und ich hatte davon, glaube ich, nur genau eins oder so. Zumindest finde ich gar nichts mehr. So, wir brauchen auf jeden Fall noch für die, na, wie heißen sie? Für die Drives brauchen wir hier Mercury Ingots. Und Mercury gibt es nur vom Merkur. Und der Merkur ist ein Tier-4-Planet. Das. Launchpad? Aha. Habe ich mich dann doch mal verguckt. Dann müssen wir nochmal gucken. Ich hatte mal Launchpads gemacht. Die habe ich dann irgendwo hingepackt. Hier. Ich nehme einfach mal gerade alle mit. Ich habe gerade so eine Befürchtung, dass das ein 4x4 wird. Da draufklatschen können wir halt noch nicht. Müssen wir noch einmal das Rezept machen. Das ist ein Block of Titanium. Die haben wir. Wo habe ich die jetzt schon wieder hingepackt? Titanium haben wir aber, das weiß ich. Ich hoffe, dass sie jetzt nicht in einer bestimmten Truhe sind, die ich jetzt nicht angucken möchte. Warte mal, habe ich die hier hingepackt? Oder, ach komm, weißt du was? Das ist Tungsten. Können wir das einfach so machen? Ja. So, was soll der Geiz? So, passt. Scheiße. Zwei und die drei. Zack, zack. Zack. So, und jetzt bitte, bitte. Ist das jetzt ernsthaft ein 5x5? Ich möchte es jetzt echt nicht herbeirufen, aber ich fürchte, das sind 5x5. So, dann schauen wir jetzt mal. Tatsache. Alter, was ist das für ein Teil? Okay, merke, die Raketen werden immer abgespaceter. Wie sieht das hier aus? Läuft der auch mit Gasolin? Nö. Dann holen wir uns hier nochmal kurz ein Bucket. Damit nochmal die Produktion hier ein bisschen anspringt. Gut, der Tank ist jetzt so gut wie voll. Dann fliegen wir jetzt zum Merkur. Das passt für den Merkur. Sauerstoff habe ich. Ich brauche eigentlich auch nur, dass wir Sauerstoff haben und damit ich ein bisschen sammeln kann. Und dann geht es jetzt los Richtung Merkur. Alter, ein 5x5 Launchpad, alles klar.
als dann der letzte, 9x9. Schaut euch mal diesen Oschi an. What that? So, jetzt werde ich aber mit dieser Rakete mal verdammt schnell ins Weltall. Alter, das sieht aus wie der neueste Meisterwerk von Kim Jong-un. Ist aber cool gemacht vom Design her, finde ich. Ich möchte nicht wissen, wie die letzte aussieht, die hier 10. So. Mercury Launch. Oh cool, wir können wieder mit dem Ballon runter, also mit dem Parachute. Und wir dürften jeden Moment da sein. Da ist er, der Merkur. Und natürlich ist es Nacht. Ich wusste es, auf dem Merkur sind Hexen. So. Dann nehmen wir es auf jeden Fall raus. Graben uns dann wieder wie immer hier ein. So ein bisschen breiter kann es schon noch sein. Sehr schön. Dann holen wir einmal hier unseren Dislocator Pedestal raus. Dann das Zeug kann hier rein. Das holen wir raus, das holen wir raus. Rechts ist der Unbound. Sehr schön. Wir kommen schon mal zurück. Ja. Inventar ein bisschen aufräumen. Wir machen dann einmal das hier raus, das da rein. Und wir müssen jetzt Mercury suchen. Dafür so, gehen wir dann schon mal was runter. Das ist Mercury Tin Ore. Hier, Mercury Ore. Das wollen wir haben. Dann können wir jetzt gleich auch mal gucken, dass wir das ME-System ordentlich ausbauen. So. Das ist wieder Zinn. So, hier haben wir wieder Zinnohr. Mercury-Ohr. Können wir das irgendwie vermehren? Erzverfünffachung. Können wir auch über einen Induction-Smelter. Induction-Smelter sage ich schon. Hier über das QED machen. So, ich meine, den Merkur müsste man auch gar nicht besuchen für das normale Galactic Craft, um voranzukommen für andere Raketen. Kann man mal ganz kurz schauen. Tier 5. Palladium. Siehst du, auf Jupiter geht es nämlich weiter, aber wir haben jetzt erstmal alles, was wir an Raketen, glaube ich, soweit brauchen. So. Das ist wieder Zinn. Eine Ladung würde ich mir noch gerne holen, dass wir ein bisschen was auf Vorrat haben. Und genau wegen so etwas mache ich auch immer diese Potterei mit den, wie heißen sie hier, den Dislocatern. Weil es dann einfach angenehmer ist, immer wieder hier hinzukommen. Einrichtig und du bist da. Kann ich auch nur wirklich jedem empfehlen, der die Scheiße auch hier machen muss. Ich weiß, die Galactic Craft ist mittlerweile ein nerviger. Ah, was ist ein nerviger Mod? Die Idee ist cool, aber. Naja, ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Wenn nicht. Naja, ist meine Meinung gehört mir, Ende. Sehr schön. Dann gehen wir einmal wieder nach
oben. So. Und zurück auf die Erde. Sehr schön. Dann brauchen wir Kohle. Dann gehen wir zum QED. Packen das da rein. Das da rein. So. Dann machen wir jetzt ein M8 Drive. Machen wir nicht. Weil wir müssten einmal nochmal ganz kurz rüber hier. Machen wir nochmal den Teleporter zum Merkur. Habe ich wundervoll gemacht. So, das hier raus, das dahin und das da drauf. So, ich würde mir jetzt ein bisschen einfach machen. Wir gehen nämlich jetzt mal hier in die Mining World. Graben uns hier ein Stück rein. Also ich habe es auch dort eingerechnet, nur nicht mit einem Meteoriten. Ups. Dann machen wir das einmal so. Hallo Dias. Ich lasse dich sogar jetzt einfach mal arschkalt hier liegen. Wo haben wir Silikon? Siliziumohr. Hier ist Kohle. Als ob wir jetzt einfach gar kein Silizium vorhanden. Komm schon. Jetzt sei doch nicht so. Silizium, du willst es doch auch. Du willst auch für mich verarbeiten und verarbeitet werden. Also manchmal kann ich natürlich ein bisschen behindert sein, oder? Ja, sicher. Öl finden wir hier. Da haben wir doch. So, dann hole ich jetzt hier mal die Fortune raus. Wow, das bringt genau gar nichts. Ja, super. Herzlichen Glückwunsch. Haben wir einen Volltreffer überlandet. Einmal Silizium will ich aber gerne noch finden. Oh, stimmt, ich habe mich da schon mal hier ausgetuft. Ja toll, wir können ihn finden, aber kein Silizium, ich bin zu nichts zu gebrauchen. So. Ich glaube, das sieht was mager aus. Da haben wir noch ein bisschen was. Das ist aber echt nicht mit Fortune handelbar. Das ist echt scheiße. So, komm. Dann mogeln wir uns wieder nach oben. Kommen wir dann hier raus. Da zieht man einfach nur so nach einer Höhle aus. Ah, sehr schön, da ist ja die Decke. Gut, und da ist das Portal. Dann haben wir jetzt immer einen Abgang hier. Okay, so, das kann weg.
Das kann weg, das kann weg, das kann weg. Ja. Aber wenigstens ein bisschen was, dass wir hier weiterkommen. Alles klar. So, jetzt hier. ME Drive. Wir brauchen zwei Engineering-Prozessoren. Was brauchen wir denn für den besseren Inscriber? Okay, wir brauchen erstmal ein Anime-System. Darauf will ich mich jetzt gerade gar nicht so einlassen. Ich habe echt gerade kaum noch Bock. Also heute mache ich nicht mehr wirklich viel an Aufnahmen. Engineering, mach mal 8 Stück. So, und dann holen wir hier die Pulsatic Chipsets raus. Auf jeden Fall, wir brauchen, machen das immer so, 1K und ME Drive. Ich möchte jetzt einfach so ein Basic-System aufbauen. Alter, was? Also, ich möchte einfach nur so ein Basic-System aufbauen, dass wir schon mal unseren Scheiß was reinwerfen können. Was brauchen die 1K? Ich wollte schon gesagt haben, wenn die jetzt gar keinen brauchen. Aber das würde ich sagen, da können wir eigentlich gucken, dass wir zumindest auf die 16K gehen. Weil das ist easy gecraftet. Das ist richtig easy gecraftet. So. Da braucht man nur noch Calculation für die hier. Und dann müssen wir mal gucken, ob das mit dem Z-Squads-Block geht. Wenn ja, dann wäre das super. Also das einzige Nervige, was wir machen müssen, sind die, ist das Silicon. Und währenddessen mal ganz kurz Discord aufmachen. So. Das kommt raus. 1, 2, 3. Währenddessen, das läuft, kann ich mal kurz den Discord antworten. Natürlich auch da noch schon wieder weitermachen. Bin ganz schön mit dem Baker mir nochmal kurz am Schreiben. Der wollte wissen, wie der Stand hier ist. An dieser Stelle, hallo Baker. Ich könnte währenddessen nochmal kurz ein bisschen was in eigener Sache machen. Wenn ihr mich momentan unterstützen wollt, würde ich bitten, dass ihr das macht mit einem Follow auf Vidme. Link ist in der Videobeschreibung, also sollte zumindest sein, es sei denn, YouTube hat schon wieder was verschissen. Ich möchte gucken, dass ich von YouTube wegkomme und auf Vidme gehe. Und naja. Ich würde mal behaupten, YouTube ist nicht so wirklich der Yellow from the Egg mittlerweile. Ich glaube, das mittlerweile kann man dann auch schon weglassen. Aber naja, muss ich nicht wirklich noch näher drauf eingehen. Und wenn doch, dann sagt mir bitte Bescheid. Wer es möchte, dann mache ich dann mal eine Folge zu. So, dann ME Drive. 4 Stück sollten erstmal reichen. Platzieren wir mal einfach ganz billig so.
Dann müssen wir mal gucken, dass wir die Taschen was der kriegen. Komisch, seit dem Trivodo hier war, habe ich dieses Problem auch. Zufall? So, dann gucken wir jetzt mal, ob das hiermit geht. Natürlich nicht. Das heißt, für den hier müssen wir die einmal machen. Das heißt, ich gehe mal ganz kurz rüber. Ich glaube, ich müsste mir echt mal gucken, dass ich hier die Essenz davon auch mal auffange. Nehmen wir das hier nochmal raus. Oh, hier ist so schön viel davon gewachsen. Was ich auch momentan richtig gerne spiele, ist, ich habe ja jetzt vor kurzem eine PS4 gewonnen. Da habe ich mir mal gedacht, komm, holst du dir jetzt mal ein Spiel, was du schon immer spielen wolltest. Und was ist das? Das gute alte Kingdom Hearts. Weil ich natürlich zu staunen habe, das Ganze im File Mix gemacht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es so unglaublich geil. Also da kann man mal gucken, ob ich das irgendwann mal streame, wenn das irgendwann auch, also jetzt nicht so nahe Zukunft halt, wenn, jetzt vom Thema her mal gucken, ob das klappt, wenn ich mal so eine Game Capture Card habe. Vielleicht auch mal ein LP, aber mal gucken. Da muss ich wirklich sagen, also wirklich, wirklich sagen, mal gucken. Weil ich ja nicht so genau weiß, wie das da wirklich mit Rechten ist und so weiter. So. Machen wir davon 4 Stück. Zack und zack. Weil die können wir ja easy machen. Von denen brauchen wir dann 3 Stück für einen und von denen brauchen wir 9 Stück. So. Ich muss auch gucken, dass ich morgen noch Folgen hochlade. Also ich nehme jetzt gerade am 20.09. auf. Ich weiß gar nicht genau, wann die Folge hochkommt. Ich hab schon ein bisschen den Überblick verloren vom Vorproduzieren. Aber naja. Ich glaube, das Beste wäre, wenn wir echt 4K machen. So, dann holen wir uns mal so ein bisschen Zerto-Squads. So, was genau brauchen wir jetzt hier für die Teile? Wir brauchen Electro-Titan Alloy. Das kann da mal rein. Die können mal zurück. Und dann brauchen wir Truhen. Redstone Quartz. Und Gold Nuggets. Was fehlt denn noch? Eisen, okay. Ich würde jetzt echt mal gucken, dass wir gucken. Ich würde jetzt echt mal gucken, dass wir gucken. Also, die lassen sich dann auch nicht schön stacken. Das sollte ich drin behalten. Die brauche ich gerade nicht. So. Dann einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, sieben, acht, neun. Dann machen wir mal
2 und 3. Und jetzt einmal, zweimal, dreimal. So, dann, was brauchen wir jetzt? Wir brauchen Quarzglas. Das könnte jetzt ein bisschen heikel werden. Ah, jetzt habe ich den Zertus-Quarz, das rausgeholt, oder? Und das hilft mich jetzt inwiefern? So, jetzt aber. Dann hier. Oh, Elektroteil in der Welt fehlt. Eisen hab ich. Dann machen wir nochmal von denen ein bisschen. Wie viele werden das dann? Das wären 11. Das heißt, wir können 2 machen, wenn ich aber so mache. Können wir 3 machen. Dann machen wir das so. Ich merke gerade, dass das Schwachsinn war, aber egal. So, 4 Stück und dann Better than Chess. Dann einmal das Zeug hier rein. Jetzt brauchen wir nur noch ein Terminal. Da machen wir das Crafting Terminal. Ja, den machen wir heute nicht mehr. Ich glaube, ich gehe mich mal kurz ersaufen oder. Gut, schauen wir das jetzt alles genau an und das machen wir dann. Mach ich dann mal auf jeden Fall morgen in der Folge. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.